Wir buchen heute gemeinsam eine Walt Disney World Reise. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Buchungsvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ihr könnt sehen, ich bin erstmal nicht zu Hause, ich bin bei meinem Freund in der Schweiz, aber ich möchte die Zeit trotzdem nutzen und für euch dieses Walt Disney World Buchungsvideo drehen. Ich habe ja schon das Disney Cruise Video gedreht, wie man eine Disney Cruise bucht. Und seit letzter Woche sind jetzt auch die neuen Preise und die neuen Deals online gegangen bei Walt Disney World und da möchte ich euch gerne durchführen. Erstmal, die Deals sind der Knaller. Ich habe eben schon mal kurz reingeguckt, also ich bin echt tempted für nächstes Jahr zu buchen, aber nächstes Jahr wird leider nichts aus anderen Gründen und deswegen fliege ich ja dieses Jahr zweimal. Wir hatten im Januar schon einen relativ guten Deal, aber mit Brina haben wir jetzt leider keinen guten Deal gehabt. Also keinen guten Deal, das ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber wir haben den Memory Maker drin. Und ja, ansonsten ist leider nichts bei uns im Preis enthalten. Aber wir gehen da gleich durch, was für eure Option für 2023 eventuell enthalten ist. Ja, mit Bildschirmaufnahme, ich gehe mit euch Schritt für Schritt durch und wir buchen natürlich eine fiktive Buchung. Es ist keine richtige Buchung. Obwohl ich gerne buchen würde. Wie gesagt, die Angebote sind einfach klasse. Und ich habe ja tatsächlich sehr viele Fragen bekommen damals, wo ich gebucht habe, wie ich gebucht habe, weil ich habe ja immer gesagt, oh, ihr sollt über Irland buchen, da gibt es die besten Angebote und dann habt ihr euch irgendwie, da wart ihr so verwirrt. Und deswegen gehen wir Schritt für Schritt durch. Den Link auch zur Buchungsseite findet ihr unten in der Infobox. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie natürlich immer stellen, entweder unten in den Kommentaren oder mir auch direkt bei Instagram schreiben. Ihr könnt mir gerne bei Instagram folgen. Ja, wir setzen uns jetzt an den Computer und buchen eine Walt Disney World Reise. Ja, es geht los. Ihr klickt einfach auf den Link in der Infobox und dann landet ihr hier auf der Irland-Seite. Ihr seht das nochmal bei dem IE hier oben in der Adressleiste oder ihr seht es auch hier. UK und Irland. Und am Ende seht ihr es nochmal, wenn ihr die Preise auch in Euro angezeigt bekommt. Ja, wir sind jetzt hier auf der Startseite und ihr seht hier schon die ganzen Angebote. 14 für 7 Tage Tickets und hier seht ihr auch nochmal bis $1200 Disney Dining und Merchandise Credit. Was habe ich hier oben noch gesehen? Es gibt ja, hier seht ihr es, die Our Best Offers for 2023. Ihr bekommt bis zu $1200 für Dining und Merchandise und 14 Tage Ticket für 7 Tage. Also ihr kriegt ein 14 Tage Ticket, bezahlt aber nur für 7 Tage und ein $200 Gift Card. Also richtig gut. Plus, wenn ihr auch besondere Hotels bucht, habe ich gesehen, bekommt ihr auch noch ein Cirque du Soleil Ticket gratis für 2 Personen. Also ich muss sagen, das klingt richtig gut. Ja, hier oben könnt ihr natürlich auswählen Flüge, Hotel, also Flüge, Hotel und Ticket, nur Hotel oder nur Tickets. Ich würde euch empfehlen Hotel und Ticket und die Flüge separat. Ich habe tatsächlich nicht geguckt, was die Flüge über diese Seite kosten und da wir auch in Irland buchen, sind glaube ich die Flüge aus Irland. Übrigens ist es gar kein Problem, aus Irland zu buchen. Also das ist, ihr müsst da gar keine Sorgen haben, dass irgendwas schief geht. Ja, ich habe jetzt schon mir hier ein Datum ausgewählt. Ich habe mir jetzt den 1. Februar nächstes Jahr ausgesucht für 14 Nächte. 2 Personen, erstmal ganz normal Standard. Warum 14 Nächte? Dieses Angebot, was ihr da bekommt, 7 Tage Tickets für 14 Tage. Oder andersrum. Also ihr bezahlt einfach nur 7 Tage, aber ihr dürft 14 Tage übernachten. Lohnt sich natürlich dann auch 14 Tage zu bleiben. Ihr könntet aber auch nur 10 Tage bleiben. Ihr zahlt trotzdem denselben Preis für diese Tickets. Also das könnt ihr euch selbst entscheiden, aber es wird sich am besten lohnen für 14 Tage. Und auch dieses $1200 Dining und Merchandise Gutschein richtet sich nach den Nächten, die ihr da seid. Ja, jetzt klicken wir einfach hier auf
suchen und dann habe ich habe jetzt alle Hotels ausgesucht und dann seht ihr schon, es wurden 21 Hotels gefunden für diesen Zeitraum. Und das günstigste Hotel ist das Pop Century. Da habe ich ja auch im Januar übernachtet. Es ist wirklich ein gutes Hotel. Und hier seht ihr, was alles enthalten ist in diesem Preis. Das ist der Preis für zwei Personen ohne Tickets erstmal. Die Tickets werden später hinzugefügt. Genau, also der Preis für zwei Personen für zwei Wochen. Und hier seht ihr, ihr habt gratis Dining und Merchandise im Wert von $504. Das heißt, deswegen steht auch auf der Startseite ab. Es richtet sich nach der Hotelkategorie, das gehen wir gleich noch durch, plus $200 Giftcard. Das heißt, ihr bezahlt ohne Tickets erstmal 2.500 € und könntet im Prinzip diese $700 abziehen, die ihr ja im Prinzip geschenkt bekommt. Also würde euch das Hotel nur ungefähr 1.800 kosten. Ich habe jetzt die Umrechnungskurse nicht, aber gerade ist der Umrechnungskurs echt schlecht. Deswegen ist es eigentlich fast 1:1. Ja, und wenn ihr weiter herunter scrollt, da habt ihr das Port Orleans Resort. Und das ist tatsächlich ein, ich weiß nicht, zu welcher Hotelklasse es gehört, aber es ist auf jeden Fall hochpreisiger, was man am Preis sieht, aber auch in der Kategorie höher angesetzt. Und deswegen bekommt ihr hier ein Dining and Merchandise Credit von $1.008 plus $200 Gift Card und diese gratis Cirque du Soleil Tickets. Und plus dazu, das habe ich oben auch nicht erwähnt, ihr habt den Memory Maker noch drin, der kostet auch nochmal $200 extra. Das seht ihr aber später, der wird hier nicht extra aufgelistet. Und so müsstet ihr euch das im Prinzip mal ausrechnen, was für euch am meisten Sinn macht. Hier könnt ihr jetzt von den 3.700 die 1.000 abziehen minus nochmal 200 plus die Cirque du Soleil Tickets. Ich weiß nicht, was Cirque du Soleil Tickets gerade kosten und den Memory Maker. Und so könnt ihr halt durchschauen, was für euch am besten lohnt. Hier ist es auch noch 1.008 und ich glaube, irgendwo wird es dann auch, ne, hier ganz unten haben wir das. Ach hier, wenn ihr zum Beispiel in der Animal Kingdom Lodge übernachten möchtet, ihr seht, der Preis ist wesentlich höher, 6.000 € für zwei Wochen, für zwei Personen. Aber da ist es der Maximalbetrag von $1.204. Plus diese, also die 200 bleiben immer gleich. Und hier gibt es auch nochmal die gratis Cirque du Soleil Tickets. Boah, das Art of Animation ist richtig teuer. Das ist eigentlich auf derselben Klasse, ich glaube, es heißt Value Hotels, wie das Pop Century. Aber vom Preis her ist es wie ein hochpreisiges also ihr seht, Animal Kingdom Lodge. Ja, wie das so ist, kam gerade mein Freund rein, deswegen musste ich eine kurze Pause einlegen. Also, ja, das kann ich tatsächlich nicht verstehen, warum das Art of Animation so teuer ist, obwohl es eigentlich nur ein Value Resort ist. Aber der Skyliner-Zugang ist natürlich richtig gut, hat aber das Pop Century natürlich auch den Skyliner-Zugang und das Caribbean Beach auch. Also, wenn euch dieses Cirque du Soleil-Angebot und hier mit den $1.000 reizt, kann ich euch tatsächlich das Caribbean Beach Resort ans Herz legen. Also ich war selber noch nicht da, ich habe es nur gesehen vom Skyliner. Es hat den Skyliner-Zugang. Es ist nah an Epcot und den Hollywood Studios. Es ist tatsächlich sehr weitläufig, aber es ist wirklich Karibik-Feeling und es ist einfach ein richtig schickes Resort. Ja, deswegen würde ich sagen, nehmen wir das auch jetzt für meine Beispielbuchung. Aber ich hoffe, ihr habt das Konzept verstanden, wie ihr euch das ausrechnet und was für euch dann am meisten Sinn macht. So, jetzt nehmen wir das Caribbean Beach Resort. Und da könnt ihr natürlich hier die Bilder anschauen und da seht ihr auch nochmal ein paar Kennzahlen. So, und ihr seht jetzt auch nochmal aufgelistet, was alles in dem Preis inkludiert ist. So, jetzt nehmen wir einfach ein Standardzimmer mit 5 Betten, mit 5 Sleepers. Also können wahrscheinlich, ja, es sind 2 King-Queen-Beds und ein Kinderbett enthalten. Ja, das nehmen wir jetzt mal. So, und jetzt kommen wir zu den Tickets. Habe ich am Anfang gesagt, die Tickets sind erstmal nicht enthalten. Und hier seht ihr, ihr könnt ein 7-Tage-Ticket auswählen oder ein 14-Tage-Ticket für denselben Preis. Natürlich, wenn ihr 14 Tage bleibt, könnt ihr das 14-Tage-Ticket buchen. Hier steht es auch noch, book now to enjoy a 14-Day-Ticket for the price of a 7-Day. Und hier steht es auch, dass man die Wasserparks für 41 € dazu buchen kann. Genau, ich muss es gerade nochmal lesen. Also und dann kann man ein paar Koppen ab
2 Uhr, das ist ja normal. Und dann hier steht es auch noch, der Memory Maker für $200 ist inkludiert. Und Minigolf etc., das machen wir ja alles im September. Da könnt ihr euch dann auf die Vlogs freuen, denn wir werden auch die Wasserparks besuchen und auch die Minigolfanlagen. Ja, das nehmen wir jetzt dann noch und dann habt ihr hier die Auflistung, was alles in eurem Paket enthalten ist. Hier habt ihr erstmal zwei Erwachsene vom 1. Februar bis zum 15. Februar im Caribbean Beach Resort Standardzimmer mit 14 Tage Magic Ticket für 2 Erwachsene. Dann habt ihr hier dieses 1.008 $ Dining and Merchandise Credit. Das heißt, ihr könnt es für Essen ausgeben oder für Merchandise in den Shops. Plus die $200 Disney Gift Card, die könnt ihr auch für Shops benutzen, für Restaurants, aber auch zum Beispiel für die Lightning Lane oder für den Genie Plus. Also ich hatte auch eine Giftcard damals und die haben wir für Lightning Lane und Genie Plus genutzt. Also ist gar kein Problem, ihr müsst einfach immer den Gutscheincode in der App eingeben. So, und dann habt ihr noch die Free Tickets für Cirque du Soleil. Da müsst ihr wahrscheinlich euch dann auch noch den Tag reservieren, wann ihr dahin möchtet. Und ja, da habt ihr noch ein paar Rabatte, aber da bin ich jetzt nicht so confirmed drin. Ja, der Memory Maker ist dabei, das ist im Prinzip der Fotopass aus Walt Disney World. Lohnt sich wirklich, es gibt so viele Fotografen in Walt Disney World, die machen so coole Bilder, Magic Shots. Ich weiß gar nicht, wie diese Videos heißen, diese Run-Zoom-Videos. Also lohnt sich auf jeden Fall der Memory Maker und der ist halt in eurem Paket inklusive, kostet normal $200. Ja, ihr bekommt 15% bei Shop Disney UK, das können wir uns sparen, weil wir können nicht bei Shop Disney UK bestellen. Und ja, da habt ihr jetzt noch die Experience Disney Magic Online Tools. Also ihr bekommt Hilfestellungen für zu Hause, um euren Aufenthalt zu planen zu Hause. Ihr könnt natürlich vorher ein Online-Check-In machen. Und ihr könnt die My Disney Experience App herunterladen und eure Buchung da schon einfliegen. Das würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Die Disney My Disney Experience App ist auf jeden Fall ein sehr gutes Hilfsmittel. So, und dann gehen wir auf Continue. Und dann habt ihr es auch nochmal hier aufgelistet. Was ich gerade. So, und dann habt ihr einen Gesamtpreis von 4.908 Euro für 2 Personen, für 2 Wochen, ohne Flüge. Also 2.500 Euro pro Person. Aber wie gesagt, da müsstet ihr diese ganzen Sachen rausrechnen. Dazu muss man noch sagen, diese 1.008 Dollar und die $200 sind für beide Personen. Wenn ihr jetzt zu viert in diesem Zimmer übernachten würdet, ändert sich das nicht. Das heißt, ihr müsstet das dann durch 4 rechnen. Und das hatten wir damals auch. Also wir hatten nicht so viel Credit, weil wir 4 Personen in einem Zimmer waren. Macht aber natürlich auch den Preis ein bisschen günstiger. Also den Hotelpreis, die Ticketpreise sind immer dieselben. Können gleich mal durchgehen, was es für 4 Personen kosten würde. Genau, also das für 2 Personen würde jetzt 4.908 kosten. Jetzt machen wir das mal schnell für 4 Personen, damit wir das auch mal vergleichen können. Da klicke ich jetzt mal schnell durch, damit wir das auch mal im Vergleich sehen. Ich glaube, an dem Ticket selbst, an dem Hotelpreis hat sich nichts geändert. So, und jetzt seht ihr, 6.038 Euro wäre es für 4 Personen. Das heißt, ihr wärt wesentlich günstiger dabei als mit den 4.900 Euro für 2 Personen. Und hier seht ihr, es ändert sich nichts. Und es sind auch nur 2 Tickets für Cirque du Soleil. Das heißt, wenn ihr zu viert werdet, müsstet ihr euch aufteilen oder es gehen nur 2 Personen zu Cirque du Soleil oder ihr kauft noch 2 Tickets dazu. Das könnt ihr euch dann selbst entscheiden. Der Memory Maker ist für die ganze Gruppe, also das müsst ihr nicht irgendwie teilen oder ist es nur für eine Person. Ihr seid in der kompletten Buchung drin und könnt alle den Memory Maker nutzen. So, dann muss ich jetzt 4 Personen in der Buchung eingeben. Uiuiui. Ja, ich gebe jetzt hier mal 4 fiktive Personen ein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr seht, ich habe mir hier jetzt 4 Namen einfach random ausgedacht. Dann klickt ihr auf Continue. Dann müsstet ihr jetzt hier eure Telefonnummer eingeben, E-Mail, nochmal Confirm und eure Kreditkartendaten. Das machen wir jetzt nicht, weil das, glaube ich, der letzte Schritt ist. Genau, das machen wir jetzt nicht. Also wie gesagt, hier könnt ihr müsst ihr eure Telefonnummer eingeben mit Vorwahl, also +49 für Deutschland. Eure E-Mail-Adresse, nochmal E-Mail-Adresse eingeben, dann entweder mit Visa, Mastercard, hier bezahlen, alles eingeben, eure Adresse. Hier könnt ihr natürlich Deutschland auswählen. Germany ist natürlich vorhanden in der Liste.
Und dann könnt ihr jetzt entscheiden, möchtet ihr den kompletten, möchtet ihr eine Anzahlung machen von 260 Euro und den Rest am 7. Dezember, für, also die restlichen 5.778 Euro am 7. Dezember bezahlen, oder habt ihr schon direkt den Betrag und könnt ihn jetzt gleich bezahlen. Dann müsst ihr hier nur noch alles, das müsst ihr auf jeden Fall anchecken. Und das ist einfach nur, ob ihr spezielle Angebote von Disney bekommen möchtet. Wenn nicht, dann klickt ihr es nicht an. Und wenn ja, dann klickt ihr es einfach an. Und dann klickt ihr auf Proceed to Secure Payment. Und das war's. Das war dann, dann habt ihr eure Walt Disney World Reise gebucht. Ist doch gar nicht so schwer. Also die Angebote sind wirklich richtig gut. Ja, und ihr seht, es ist gar nicht so schwer, so eine Reise zu buchen. Vielleicht hat euch das Video ja geholfen bei eurer Entscheidungsfindung oder macht es euch einfacher, so eine Reise zu buchen. Denn natürlich ist es alles auf Englisch. Ich kann schon verstehen, dass nicht jeder perfektes Englisch sprechen kann. Und ich hoffe, dass ich euch mit dem Video weitergeholfen kann. Es ist auf jeden Fall günstiger. Also auf jeden Fall, da kann ich auch nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich glaube wahrscheinlich, es ist günstiger, übers Internet zu buchen, als zum Beispiel übers Reisebüro. Ja, und das war mein Buchungsvideo. Vielleicht fliegt ihr ja nächstes Jahr, schreibt mir es gerne. Ob ihr plant zu schreiben in die Kommentare oder auch gern bei Instagram. Wie gesagt, ich würde mich freuen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!